das Volksinteraktiv am Mittwoch. Und jetzt gibt es kaiserlichen Besuch bei mir. Die Kaiser sind da, der Charlie Kaiser und der Damian. Schönen Nachmittag, schön, dass ihr wieder da seid bei mir. Wir freuen uns riesig und ich möchte auch recht herzlichst alle Zuseherinnen und Zuseher von VolksTV willkommen heißen. Charlie, wir haben uns vorher geeinigt, ich glaube, die Kaiser braucht man eigentlich auf VolksTV nichts mehr vorstellen. Deswegen haben wir zwei uns gedacht, heute machen wir ein bisschen so einen kaiserlich-geografischen Rückblick, denn nicht nur im deutschsprachigen Raum seid ihr fleißig unterwegs, sondern auch im südlichen Bereich von Europa. Und da geht es immer alle Jahre Richtung Süden zur Fanreise. Und wenn ihr zur Fanreise einladet, dann fahrt ihr nicht alleine. Nein, Gott sei Dank ist das so. Also es war heuer wieder sensationell. Wir haben jetzt ein 6-mal in Folge gemacht. Es ist auch, das muss ich dazu sagen, eine Charity-Reise, wo wir dann auch Geld sammeln. Da werden wir noch später noch dazu kommen. Ja, und das war heuer wieder eigentlich eine Sensation. Viele Leute dabei, Bombenstimmung. Also Gott sei Dank keine Unfälle. Alle wieder gesund, retour. Also ich kann so sagen, es war eigentlich im Großen und Ganzen sensationelle Fanreise. Und über diese Fanreise möchten wir heute ein bisschen sprechen. Diese Fanreise auch Revue passieren lassen mit Fotos. Ich betone nur Fotos, denn wir waren ja mit der Kamera mit dabei und haben das Ganze natürlich bildhaft eingeschlossen und eine Sendung dazu gestaltet. Und diese Sendung, die können wir schon verraten, wird Ende November ausgestrahlt. Und die Sendung, die hat alles in sich, von diesen 3 Tagen ist da alles mit dabei. Also wollen wir noch nicht zu viel verraten und lassen es nur bei den Fotos und euren Erzählungen. Ich sage mal so, danke, dass ihr dabei wart. Das ist schon das 2. Jahr und jedes Mal ist es wieder ein Highlight, wenn ihr dann diese Sendung bringt und man wirklich dann ein bisschen so Revue passieren lassen kann, was eigentlich los war. Wir sind ja so da ziemlich im Stress, sage ich mal so, in einem sehr positiven Stress, weil wir eigentlich sehr, ich sage mal so, publikumsnah sein wollen, so gut als möglich und wir uns wirklich um die Leute und Freunde bei dieser Reise kümmern. Und wenn wir dann das Fernsehen sehen, was da eigentlich wirklich abging, dann ist das natürlich auch für uns wieder ein Highlight, so das so zu erleben. Ich kann mich erinnern, du hast ja am dritten oder am zweiten Tag, am Samstag, hast du gesagt, hast du diese Stimmung jetzt miterlebt? Und ich musste zu dir einfach sagen, nein, weil ich war in der Zwischenzeit Interview machen mit Fans und mit der Pia, auch eine ganz wichtige Person, die verraten wir später. Und da, wie du sagst, ihr seid natürlich im Dienste der Fans viel unterwegs und kann man nicht alles eigentlich erkennen und entdecken, was auf diesen 3 Tagen alles los ist. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man da so einen Rundum-Einblick dann bekommt. Ja, wegen der Stimmung war ja auch deshalb meine Frage, weil wir haben ja schon zum 2. Mal wieder mit VolksTV einen Videoclip gedreht mit unseren Freunden und Fans. Letztes Jahr haben wir das am Boot gemacht, das war so ein sensationeller Erfolg, was ich weiß, auch sehr ein oft gewünschter Titel bei euch im Programm. Das weiße Boot, und, ja. Ja, und die Leute sind natürlich von diesem Mitwirken, ja, so begeistert gewesen, dass wir gesagt haben, das müssen wir eigentlich heuer wiederholen und das wird auch nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit so passieren. Und es war eine Herausforderung und das geht natürlich mit einem sensationellen, disziplinierten Publikum, die da auch mitmachen. Wir haben vor dem Hotel diese großen 8 Busse aufstehen lassen und wir haben die 513 mitgereisten Personen vorne platziert, die dann mit uns den Song, und den es dann auch hier geben wird, gemeinsam gesungen haben. Und das natürlich Ganze wurde vom Hotel aus, von oben aus gefilmt. Also das muss schon ein guter Eindruck werden. Man kann sagen, also der Videoclip hat sich fast auf den 2. Tag fokussiert, aber vom Videoclip wollen wir später noch ein bisschen sprechen. Fangen wir ganz von vorne an. Kaiser-Fanreise im Oktober. Wie schaut es bei dem Charlie-Kaiser-Terminkalender eigentlich aus? Ab wann wird denn da für diese Fanreise geplant und organisiert? Eigentlich schon, wenn wir losfahren, ist für nächstes Jahr schon ziemlich alles in der Pipeline, sage ich. Also wir müssen die Termine festlegen. Es weiß jeder Mitreisende schon, wann der Termin für nächstes Jahr feststeht. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, so bis Ende des Jahres unsere Vorbereitungen zu treffen. Und dann ab Jänner, Mitte Jänner, kann man natürlich schon wieder buchen und das Ganze wieder bei Bacher Reisen mit unserem Reiseveranstalter. Und ja, da haben wir den ganzen Jahr noch ein bisschen Zeit. Was machen wir vom Programm her? Wie werden wir das Ganze gestalten? Aber im Prinzip ist fast ein Jahresjob. Fast ein Jahresjob, aber wir wollen jetzt diese Reise trotzdem noch ein bisschen Revue passieren lassen. Starten wir mal mit kaiserlicher Musik. Ein langer Weg nach Hause, ja, so lang ist er gar nicht nach Hause dann. Aber wir starten mit dem ersten Video, das ihr bei uns hier auf VolksTV gedreht habt. Und dann gehen wir gedanklich wieder nach Baschka. Freue mich. Musik.
Ein kalter Sonntagmorgen, mein Zug rollt langsam aus. Ich sehe die alten Straßen und kenn mich nicht mehr aus. Denn alles, was ich habe, ist ein kleines Bild von dir. Und heute will ich dir sagen, was ich tief im Herzen spür. Oh ja, ich weiß, es war ein langer Weg nach Hause, denn wir haben uns schon lang nicht mehr gesehen. Wird das Leben einfach weitergehen wie damals? Und wirst du, was ich dir sage, auch verstehen? Ich weiß nicht, wie du aussiehst und bist du noch allein. Wenn man so lange fort ist, dann schläft die Liebe ein. Vielleicht hast du mir alles, was früher war, verziehen. Vielleicht hast du gewartet, bis ich wieder bei dir bin. Oh ja, ich weiß, es war ein langer Weg nach Hause, denn wir haben uns schon lang nicht mehr gesehen. Wird das Leben einfach weitergehen wie damals? Und wirst du, was ich dir sage, auch verstehen? Oh ja, ich weiß, es war ein langer Weg nach Hause, denn wir haben uns schon lang nicht mehr gesehen. Wird das Leben ein langer Weg nach Hause, auch mittlerweile schon eine Zeit her, dieses Video. Aber wir wollen jetzt keinen langen Weg machen, sondern einfach nach Baschka schauen. Ihr seid angereist am Donnerstag, Damian, ja. Einen Tag früher. Ja, wir mussten einen Tag früher fahren, weil wir mussten aufbauen, die Verstärkerei, dass wir am Freitag nicht haben Stress, wenn die Leute kommen. Und wir mussten machen alles klar, so. Hundertprozentig. Und dann am Donnerstag, wenn wir fertig sind, noch ein bisschen reden mit dem Personal und so ein bisschen trinken. Ein bisschen genießen, ein bisschen Voreinstimmung auch natürlich. Ja, natürlich. Kaiserwein, ja. Natürlich. Denn natürlich. Der muss ja vorverkostet werden, damit die Menschen. Ja, natürlich, dass Leute, dass wir, die, kann sagen die Leute, das ist gut. Ja, genau. Ihr müsst ja euch selbst von der Qualität des Kaiserweins überzeugen. Das ist keine Frage. Also Damian, du hast gesagt, also ab Freitag sind die Fans angereist und ihr habt beschlossen, am Donnerstag anzureisen, um alles gemütlich vorzubereiten und zu organisieren. Ja, weil früher, wenn wir am Freitag fahren mit den Leuten, dann war ein Problem, weil wir mussten alles schnell machen. Ja, stimmt. Und jetzt ist es so, dass wir fahren am Donnerstag und dann am Freitag, wir können, wenn Leute kommen, ja, dass wir warten auf dem. So, ja. Ja, genau. Man hat es ja voriges Jahr gesehen. Eigentlich habt ihr geplant, dass ihr euch vorbereitet und die Bühne herrichtet. Aber wenn so viele Kaiserfans mit sind, dann ist das schwierig, für die Kaiserfans da zu sein und gleichzeitig auch alles vorzubereiten. Und deshalb wart ihr heuer schlauer und habt das am Donnerstag gemacht. Jetzt frage ich nochmal, Damian, die Kaiserfanreise ist ja schon vorbei. Wie waren deine Eindrücke? Was hat dir am besten gefallen? Wow, das war allerbeste. Ich kann nicht glauben, das waren 500 Leute. Ja. So lustig mit uns und so fröhlich. Und ich, richtig, war unglaublich, unglaublich. Weil letztes Jahr, der war 300 Leute. Mhm. Und der war auch lustig, aber ich meinte, dass diese Masse, ja, die Folge, das geht nicht so, aber wunderbar.
Wunderbar. Richtig. Stimmt, viele haben ja gesagt, 500 Leute, unglaublich, wie geht das und wie funktioniert das? Aber du sagst, es war da so ein, ja, ein Geist, ein positiver, ein Gemeinschafts, ein Gemeinschaftswesen, das war einfach unglaublich, sagst du. Ja, so ist, wenn du sehen 500 Leute, mhm. dass alles lustig ist, das ist Kraft, das ist für mich ist Energie. Kraft. Und ich muss auch dir gratulieren, die Charlie, weil das ist eine große Organisation. Mhm. Das ist nicht leicht, wenn Leute meinst, ja, das ist nur rufen oder nein, das ist schwere Arbeit. Und richtig, Freund, Kongress. Oh. Ja, da gibt es schon Komplimente aus dem Team und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und vor allem, wie du sagst, es ist wichtig, diese Fans geben euch auch die Energie und Energie braucht sie an diesen drei Tagen. Denn viele denken, ach, die Kaiser fahren ja mal jetzt kurz auf Urlaub. Nein, diese drei Tage sind für euch Musiker kein Urlaub. Die sind, ich sage jetzt mal, harte Arbeit, die ihr gern macht natürlich. Ja, wir am Morgen aufstehen und dann muss ich mit Leuten gehen. Ja, klar. Weil diese Fans, weil das ist unser Job. Ich habe, wenn ich das jetzt, Entschuldigung Damian, wenn ich das jetzt ein bisschen so sagen darf, man hat auch gemerkt, am Sonntag waren eure Augen schon relativ klein, aber gut so, weil wenig Schlaf und viel zu, also wirklich, ich muss es jetzt sagen, aber das ist schön, ihr beschäftigt euch natürlich mit den Fans und ihr seid für die Fans da. Ja, natürlich, ja. Am Sonntag, wir haben diese Free Shopping und alles war wunderbar, diese zweieinhalb Stunden und natürlich, dass wir war ohne Energie, aber die letzte Energie muss rausgeben für Fans. Und die bekommt ihr aber von den Fans, das kann man wirklich schon so sagen. Also 500 Kaiser-Fans, die waren mit dabei. Ja, mehr. 513. 513, ganz genau wird da gerechnet bei den Kaisern. Und jetzt kommen wir noch einmal zur, ich sag jetzt einmal zu dem ganzen Tagesablauf oder zum Reiseablauf. Erster Tag, Freitag, Anreise und dann Check-in, gemütliches Zusammentreffen im Hotel, kann man sagen. Und am Abend Kaisermusik. Soll ich ein bisschen? Ja, genau. Katar. Okay. Also genau so ist, also am Freitag sind wir nach der Reihe Busse eingetroffen und wir durften, und das haben wir gerne gemacht, jeden Einzelnen begrüßen. Das ist so unsere Strategie, weil wir glauben, die Leute sollen auch von uns empfangen werden. Die Menschen fahren wegen uns mit und das sage ich deshalb wegen uns. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder die Destination, also der Urlaubsort oder die Band oder beides. Weil wir haben keinen anderen Künstler mit dabei. Und deshalb können wir behaupten, die Leute kommen wegen die Kaiser, sage ich mal so. Jetzt muss ich dir ein bisschen unterbrechen, Charlie. Künstler meinst du jetzt musikalischen Künstler? Musikalischen, genau. Mhm. Denn also, Künstler müssen wir noch ein bisschen später definieren. Ja, da hast du recht, das stimmt schon. Aber wir wollen als Band oder als musikalische Künstler, wenn man so will, einfach nur alleine auftreten. Mhm. Das ist so ein bisschen unser Ziel, dass man das erreichen und das, glaube ich, der Erfolg gibt uns mittlerweile recht. Ja, aber zur Frage, also wir haben am Freitag dann die Leute begrüßt, haben wir ein bisschen zur freien Verfügung, dann durften wir die Menschen dann offiziell begrüßen mit einem Glas Sekt, zum Abendessen begleiten und dann in weiterer Folge gab es dann ein Tanzkonzert von uns, über 3 Stunden nonstop, ohne eine Minute Pause, das natürlich die engen Fans mittlerweile alle kennen, aber für alle neu Mitgereisten war das schon etwas Besonderes, weil sie sagen, hallo, die machen gar keine Pause. Das ist unsere Art, Musik zu machen, das ist unsere Art, Danke zu sagen, wenn uns so viele Leute begleiten. Und was dann auch noch, wirklich, wie du sagst, 3 Stunden durch und ein Phänomen auch, ab der ersten Sekunde ist der Tanzboden gefüllt. Ja, du warst dabei. Also das ist bei uns wirklich so. Es ist eine Sensation und das freut uns natürlich. Wir machen ja Tanzmusik. Wir machen natürlich viele unterschiedliche Musikrichtungen. Aber wir produzieren deutschen Schlager und relativ Volksbereich. Und wie man sieht, die ersten Takte gespielt, Tanzboden voll bis Mitternacht. So ist das. Und das hat nicht nur unsere Kamera eingefangen, sondern auch die Videoclip-Kamera. Also das ist dann auch auf dem Videoclip, glaube ich, zu sehen, dass da am Freitag schon ordentlich auf der Tanzfläche die Post abgeht. Ja, das Team war da. Ich hoffe, dass sie gefilmt haben. Ich habe keine Zeit gehabt, großartig mich das glaube ich dir. Du hättest auch gar nicht gesehen, weil du die Kamera durch die tanzenden Leute eigentlich kaum gesehen hast. Ich habe sie nämlich auch gesucht und bin dann drauf gekommen, dass zum Beispiel unser Kameramann eher vielleicht so Richtung Füße gefilmt hat oder sonst wo. Also das hättest du, muss ich ehrlich gestehen, glaube ich, gar nicht gesehen. Vor allem auch das Licht und auf der Bühne sieht man, glaube ich, dann weniger. Ja. Aber du lässt dich überraschen wahrscheinlich. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Also ich bin zumindest gleich neugierig, als wir alle, die auf diesen Clip warten und mitgewirkt haben. Das verraten wir dann erst, wenn uns soweit ist. Genau. So machen wir es.
Dann sind wir eigentlich mit dem Freitag fertig. Samstag ist ein ganz wichtiger Tag gewesen. Auch ein bisschen, ihr habt eure Fans eigentlich schön gefordert im Sinne von Disziplin und auch ein bisschen, denn ich sage immer wieder, so ein Videoclip ist ja 3 Minuten schön zum Ansehen, aber harte Arbeit. Und für eure Fans war das überhaupt kein Thema. Das war kinderleicht und schnell abgedreht eigentlich. Ja, ich denke mal so, das war die Vorbereitung von uns war sehr gut, sagen wir mal so. Die Leute wussten, was auf sie zukommt. Und es waren ja doch 300 Personen. Die meisten waren ja heuer wieder mit dabei, letztes Jahr dabei. Die haben das schon mitbekommen oder auch miterlebt, wie das abgeht, dass da sehr viel Disziplin herrschen muss. Ja. Und ich weiß zwar nicht warum, aber unsere mitgereisten Freunde und Fans sind sowas von diszipliniert und sowas von zuvorkommen und nett, und das, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Man sieht es auch hier im Hintergrund, das waren die ersten Szenen am Samstag, die wir gedreht haben. Also man sieht da, die waren alle bereit, alle haben die Texte, wir haben die Texte schon verteilt im Bus, ein bisschen auswendig gelernt oder mitgesungen, also es war einfach eine Sensation und das waren wir schon in der Früh und das hat sich den ganzen Tag hindurch so durchgezogen. Wir haben ja dann auch einen Landausflug gemacht mit Weinverkostung und überall wurde wieder gedreht. Also der Clip ist nicht nur so auf einem Ort zum Abdrehen, sondern so wie du gesagt hast, 3 Minuten. Da war ein voller Tag, harte Arbeit auch für unsere Leute, die da mitgespielt haben. Und vor allem auch ist es immer ein Phänomen, denn man will ja wirklich die schönste und positivste und überhaupt die Überdrüberstimmung einfangen. Und jetzt ist dann so, und noch einmal, und noch einmal. Und vielleicht geht einem da manchmal die Luft aus und sagt, boah, jetzt braucht man ein bisschen eine Pause. Nein, Kaiser-Fans sind da wirklich resistent, sage ich mal. Die machen Stimmung stundenlang. Unglaublich. Na, wir haben vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Und zwar, unser Band ist auch in der Lage, ohne Strom Musik zu machen. Und wir haben die Idee gehabt, wir nehmen unsere Unplugged-Instrumente mit. Und wenn es ein bisschen abklingt, dann machen wir einfach Live-Musik. Ein bisschen zum Mitschunkeln, zum Mitsingen, zum Mitjodeln. Und somit haben wir natürlich die Stimmung wieder gehoben. Und das sieht man dann auch im Clip oder auch auf die Bilder, wo wir mit unseren Instrumenten durch die Leute durchmarschiert sind und mit denen einfach bekannte Songs gesungen haben. Und am dritten Tag, der Damian hat es auch schon ein bisschen verraten, dann, wie kann es anders sein, noch einmal Kaisermusik, ihr seid den Wünschen entgegengekommen. Die Fans haben gesagt, wir möchten nicht lang und breit irgendwo herumfahren, warum machen wir nicht einfach einen Frühschoppen? Und so wurde der dritte Tag dann auch noch mit Programm gefüllt. Erstmals heuer, der Wunsch kam von unserem Fanclub-Kameraden und Freunden, gesagt, ja, warum soll man jetzt eine Zwangspause irgendwo noch hinlegen, bei nach Hause fahren, nur damit wir dann 1-2 Stunden noch irgendwie um die Ohren schlagen, machen wir einen Frühschuppen. Was wir natürlich gerne gemacht haben und was das Interessante war, die Leute waren neugierig, was passiert da. Ja? Und jetzt für alle, die heute halt Schlagermusik gewohnt sind, gibt es halt diese Schlagermusik und ein paar Cover-Songs und dann war es das. Also wir haben genau 2 Stunden nur Volksmusik gemacht. Mit zufällig waren ein paar mitgereiste Freunde dabei, der Sigi Herndl aus Feldkirchen und der Toni Tafern aus Villach, der dann ganz spontan von Wilhelm Rudnigger so Gedichte erzählt hat, der eine hat Witze erzählt, ich habe ein paar Witze erzählt. Somit war das eigentlich ein Frühschoppen, den man gar nicht besser gestalten kann. Wunderbar, also Kaisermusik, Kaisereindrücke, kaiserliches Wetter, wie kann es auch anders sein? Und jetzt nach dem nächsten Titel hätte ich mir gedacht, besprechen wir noch einmal das Thema Künstler ganz genau, weil wir haben ja gesagt, wir müssen das unterteilen in musikalische Künstler. Und was wir genau damit meinen, das klären wir gleich auf. Heute bei Volks Interaktiv wieder kaiserliche Gäste. Unser Charlie Kaiser und der Damian von Die Kaiser sind da. Und wir waren jetzt gedanklich und geografisch in Baschka bei eurer Fanreise. Aber da müssen wir schon noch ein bisschen bleiben, denn wir haben noch einiges zu besprechen. Das Thema Künstler. Genau. Ihr habt ja gesagt, musikalische Künstler gibt es nur ein Thema. Die Kaiser machen Musik und nur die Kaiser. Aber ihr sagt, naja, da könnte man ja aber trotzdem anders auch das Publikum und die Fans unterhalten. Das ist richtig. Also wir haben die letzten Jahre haben wir immer jemanden mitgenommen, der uns ein bisschen unterstützt oder sagen wir, als Vorgruppe oder als Vorkünstler auftritt. Es war zweimal hintereinander war der Zauberer, der Felix, Magic Felix. Und wir haben dazu, letztes Jahr haben wir in der Steiermark ein Konzert gehabt, in Geisttal. Und mit den White Stars zusammen, und da waren die Altkainer Herr Ritterschaft, war da zugegen.
Und die haben eigentlich ganz gut gefallen. Die haben keinen Auftritt gehabt. Die waren nur, ich sage mal so, als uniformierter Aufputz zu sehen. Ja. Und ich sprich mit denen und sage, hat sie mal Lust, mit uns die Feenreise mitzumachen und vielleicht irgendeine Vorführung zu machen? Die waren sofort einverstanden. Und indem ja da eine Charity-Veranstaltung ist und kein Geld gibt, habe ich das auch erklärt. Da habe ich gesagt, ja, wir können das Hotelzimmer zur Verfügung stellen. Mhm. Das ist kein Problem, aber der Rest ist Franco frei für Licht ins Dunkel und Kroneleser helfen. Und die Gruppe hat sich spontan bereit erklärt, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und diesem Ding auch danke, dass ihr dabei wart. Sie hat eine tolle Leistung gehabt. Ist doch ein kleiner Missgeschick, ist auch passiert, aber das ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Also da sieht man auch, dass diese Vorführung nicht ganz ungefährlich ist. Die Schwerter haben Normalgewicht, die sind nur von der Schneid her entschärft. Ja. Und die Dame hat sich gedreht mit dem Schwert, mit 120 km/h circa hat das Schwert drauf und hat ihren, Gott sei Dank, ihren Mann, ja, und nicht am Fremden beim Auge erwischt. Also das kann schon, das kann unter Umständen, so wie ich das jetzt erkennen musste, auch tödlich hin. So witzig ist das nicht. Also die macht schon eine Leistung. Stimmt, es war für mich auch ein bisschen, ich habe gerade Interviews gemacht und dann kommt mir der Andreas entgegen von der Altkainer Caritaschaft und hat ein Pflaster am Auge und ich denke mir, was ist da passiert? Hat er gesagt, ja, der ritterliche Kampf war ein bisschen sehr intensiv und da habe ich gesagt, jetzt wirklich, stimmt das? Weil ich habe es direkt vor Ort nicht gesehen. Hat er gesagt, ja, das hätte auch wirklich ganz knapp ins Auge gehen können, aber ein Ritter kennt keinen Schmerz, so fast auf die Art. Also es ist wirklich ordentlich gekämpft worden auch. Also die Dame liegt mir ja sehr am Herzen und die habe ich sehr geflirtet, aber nach diesem Ritterschlag habe ich nämlich wieder Respekt. Abstand. Und ja, und wie du sagst, die Altkainer Ritterschaft, die kämpft mit richtigen Schwerten und wirklich, wie es im Mittelalter zugegangen ist, und da gibt es oft kein Pardon, da geht es wirklich zur Sache. Auch sprachlich wird das so in der dritten Form, oder wie man es bezeichnen soll, gesprochen. Und nein, die geben richtig Gas, also das ist kein Scherz. Das ist. Wer neugierig geworden ist, bei unserer Sendung gibt es da sicher auch Einblicke. Ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen eine Eindrücke eingefangen habt. Und ich denke, die gefährlichsten Szenen haben wir, glaube ich, nicht drauf. Das wollen wir gar nicht zeigen. Aber wir sagen jetzt schon, bitte, liebe Kinder, nicht nachmachen. Genau, bitte genau nicht ganz nachmachen. Wichtig, kauft euch bitte kein so starkes und schweres ist, und gefährliches Schwert. Das ist kein Spiel, das ist wirklich beinhartes Kunst. Training. Ja. Genau, Kunst, Eine Kunst ist es auch, das Ganze in Dienst der guten Sache zu stellen und das ist euch und vor allem dir immer ganz, ganz wichtig. Es ist eine Charity-Veranstaltung. Genau, wir haben dieses also hier begonnen und auch meine Musikkollegen verzichten auf die Gage. Und wir spenden das gesamte Geld, was wir beim Glückshafen einnehmen oder so noch zusammenbekommen, Kroneleser helfen und Licht ins Dunkel. Also das machen wir schon seit Jahren. Und heuer haben wir wieder eine tolle Summe zusammengebracht. Darfst du die schon verraten? Gibt es da schon Zahlen? Ja, es ist 5.460 Euro so in etwa. Sag das so bescheiden. Sag das jetzt noch einmal. 5.460 Euro haben wir so zusammen sammeln dürfen mit unseren Freunden und Fans. Und das ist schon eine stolze Sache auch, wenn man sagt, dass man für diese, es ist so die Fahrt zu bezahlen und die ganzen Kosten sind ja auch da. Und trotzdem sponsern die Leute für unsere Aktion das Geld. Das freut uns sehr. Danke, vielen Dank. Und da gibt es aber auch immer Partner, die euch unterstützen, auch die Medienpartner, die Kronenzeitung, Kroneleser helfen. Und ganz wichtig, es gibt auch was zu gewinnen. Jedes Jahr bei der Fanreise überlegst du dir was ganz Besonderes und auch heuer hat es wieder was ganz Großes eigentlich zu gewinnen gegeben. Ja, es ist fast Tradition geworden. Und zwar, wir machen einen großen Glückshafen, wo die Familie Kautschitsch und Reich das organisieren. Da muss man auch Danke sagen, es ist ein Wahnsinn, was die da leisten. Weil man muss einmal so 1.300 Lose verkaufen, man muss einmal 400-500 Preise zusammen. Freilich sind wir alle mit dabei und helfen mit, aber das musst du alles organisieren, dann musst du das bekleben, sortieren, organisieren, dann musst du das ja auch ausgeben können. Ja, und das Hauptpreis haben wir heuer auch wieder einen Opel, nagelneuen Opel von Opel Eisner in Klagenfurt am Südring gesponsert bekommen, für ein Jahr frankofrei. Das heißt, der Gewinner kann ein Jahr lang mit diesem Auto fahren, er braucht nur tanken und Strafzettel, muss er selber bezahlen, der Rest wird von Opel Eisner übernommen, also es ist Vollkasko, es werden die Winterreifen gemacht, es wird notwendig, ist der Service gemacht und ich habe schon mit dem Chef gesprochen, der ja auch jetzt einmal
zu Besuch kommen wird. Also mit dem Geschäftsführer, mit dem Herrn Opetnik, der auch für nächstes Jahr bereits schon eine Zusage gegeben hat, dass wir auch das nächste Jahr wieder in Anspruch nehmen dürfen. Und wer hat den Opel Eisner Opel Corsa, wenn ich jetzt das rede? Nein, Opel Adam ist es, glaube ich, diesmal. Adam, letztes Jahr, ja, Corsa, glaube ich, dieses Jahr. Ja. Ja, siehst du, habe ich schon wieder verwechselt. Aber auf jeden Fall ein wunderschönes Auto von Opel Eisner. Wer den gewonnen hat, verraten wir noch nicht. Das ist in der Sendung, glaube ich, die große Auflösung. Das ist die Auflösung. Die kommt diese Woche, werden wir den Pressetermin machen und dann schauen wir. Und dann schauen wir. Termin, du bist schon beim nächsten Stichwort. Den Termin für nächstes Jahr gibt es bereits für die Feenreise? Termin haben wir festgelegt, also der steht, 20. Oktober 2017 ist Abfahrt, das ist ein Freitag wieder, also bis 22. wieder diese drei Tage. Wo es hingeht, will ich noch nicht verraten und vor allem, wer Lust und Liebe hat, ab Mitte Januar, kann man bereits buchen. Das heißt, noch nicht als Weihnachtsgeschenk verwenden, aber trotzdem ab Jänner geht's los. Man kann ja einen Gutschein geben, nicht? So, das ist ja kein Problem. Genau. Also mit Gutscheinen arbeiten und dann ab Jänner kann man bei Baja-Reisen mittlerweile dann für nächstes Jahr buchen. Dein Resümee ist aber eigentlich relativ schnell buchen, denn ihr habt damals, also im Jahr 2016, heuer eigentlich, aufgestockt, noch einmal aufgestockt, noch einmal aufgestockt und auf einmal ausgebucht. Also es ist eigentlich heiße Ware. Also im Prinzip war das so, wir haben eigentlich beschlossen, dass wir mit 300 Personen das Ganze begrenzen. Mhm. Aus familiären Gründen, sage ich mal so, da kann man nur mit jedem reden, da ist nur ein bisschen so, man kennt sich untereinander eher, als wenn wir mehr Leute sind. Das Thema war, dass wir im Juni mit fast 300 Personen gebucht waren. Mhm. So, jetzt haben wir noch einige Monate bis zur Feenreise und plötzlich kommen die Überbuchungen. Bacher-Reisen hat mich dann angerufen, du, jetzt haben wir 30 Leute, die wollen mit sein. Dann habe ich gesagt, na, wie schaut es im Hotel aus? Ja, ein Hotel wäre möglich. Gut, dann machen wir es so, dass es mit dem Bus funktioniert, nehmen wir deinen Bus dazu. Und genauso hat es hinauf katapultiert bis zu 500 Personen. Dann haben wir gesagt, jetzt ist Stopp, weil auch das Hotel noch eigene Gäste hatte und wir keine Möglichkeit mehr haben. Und ich glaube, das ist schon eine sehr tolle Menschenmenge, die uns da begleitet haben. Und so wie es ausschaut, nächstes Jahr dürfte so wie die Aussagen und die Facebook-Informationen jetzt bei uns einlaufen, mindestens wieder so viel sein oder vielleicht eine oder andere dazukommen. Aber nähere Infos gibt es dann auch noch und vor allem ab Jänner ist zu buchen. Und wir schließen jetzt einmal das Thema Feenreise und Baschka ab und hätten mir gedacht, wir machen jetzt einmal einen kleinen Ausblick dann auf die Adventszeit. Es ist zwar eine besinnliche Zeit für Musiker, nicht immer so besinnlich, da viele Termine anstehen. Was genau bei den Kaisern ansteht, wir verraten es dann gleich.
Wir sind wieder zurück, aber jetzt nicht in Baschka, sondern wir bleiben im Kärntner Raum, ja. Denn die Adventzeit steht an. Wie verbringen die Kaiser die Adventzeit generell? Kann man da so, gibt es da Rituale? Habt ihr Bräuche? Na, eigentlich ruhig, sage ich mal so. Heuer ist es ein bisschen unruhiger, was uns natürlich freut. Wir dürfen heuer mit dem Richard Davanik ein Weihnachtsstimmungskonzert durch Kärnten machen mit mehreren Künstlern. Und da möchte ich gleich zum ersten Termin kommen. Bitte schön. Und so habe ich das aufgeschrieben, weil ich merke mir nicht alles so genau. Also am 8.12. Am 8.12. sind wir im Kulturhaus Rangersdorf im Mölltal. Einlass ist um 19.30 Uhr. Und mit dabei sind das Mülltonal. Oh, das ist ganz für mich auch was Neues. Eine Gruppe Mülltonal, dann wir, die Kaiser, Sax Royal, Melanie Bayer und der Putzki Michael Bucher. Also es ist wieder ein tolles Programm. Wir haben auch schon die ersten Proben hinter uns. Ja, und das ist einmal dieser Termin. Das ist die Weihnachtsstimmung, kann man sagen, ist eine vierreihige Konzertveranstaltung. Das sind in Kärnten viermal dasselbe Programm, wo wir natürlich alle Leute und Freunde und Fans einladen. Da machen wir auch wir mal was anderes. Also zumindest in der zweiten Hälfte, sowieso, mehr will ich nicht verraten. Dann haben wir am 9.12. sind wir in Stadtsaal in Feldkirchen. Da ist natürlich dabei das Quintett Afritz, dann die Kaiser, Sax Royal, Melanie Bayer und der Putzki. Michael ist wieder dabei. Also, einen Tag später, am 9.12. Ja, dann haben wir noch einen Termin. Am 10.12. Da gibt es dann ein Spital in der Fachhochschule, dasselbe Programm. Nur mit dabei ist dann das Quintett Mülltal. Das sind immer die Sänger, die da auch dabei sind mit Weihnachtslieder und dergleichen. Wir, Sax Royal, Melanie Bayer und der Putzki natürlich auch wieder. Und dann haben wir noch einen Termin, auf den wir uns auch sehr freuen, und zwar im Kulturhaus Dellach im Gailtal. Selbe Programm, nur der MGV Dellach im Gailtal wird uns da auch begleiten. Der Rest ist wieder wie gehabt. Man kann jetzt zusammenfassen, 8., 9., 10. und 16. Ja, und am 17. dürfen wir wieder einen Star der Weihnacht-Auftritt im deutschen Fernsehen haben. In Vilshofen bei Gute Laune TV. Also wie gesagt, viele Termine, die im Advent Kalender von den Kaisern stehen quasi. Wer jetzt gesagt hat, puh, das war ein bisschen schnell, auf Volks-TV gibt es noch weitere Infos zur Adventsstimmung oder zur Weihnachtsstimmung, zu den vier Konzerten. Wir werden euch auch mit der Kamera begleiten. Ja. Und ich glaube, eure Homepage ist immer ein heißer Tipp. Bitte? Eure Homepage ist dann immer ein heißer Tipp. Ja, für alle. Homepage, da steht natürlich immer alles drin. Okay. Und man kann mich auch anrufen, ich bin jederzeit erreichbar. Also ich freue mich auch über jedes Telefongespräch, persönliches. Aber auf der Homepage und auch bei Volks-TV wird das nochmal angekündigt. Und wir werden es auch in der Presse schauen, dass wir das nochmal kundtun. Wir wollen ja ausverkaufte Häuser haben. Und auch auf Facebook, denke ich mir, gibt es die eine Facebook oder andere Information. Läuft schon die Werbung, also es ist alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Und was mich immer freut, wenn die Kaiser auf Besuch kommen, kommen Sie nie mit leeren Händen. Flüssig geht es gut auch zur Sache mit dem Kaiserwein. Den darf ich auch verlosen, habt ihr gesagt. Aber vor allem heute wollen wir was in kleiner, runder Form verlosen. Damian, darf ich dich jetzt bitten, hättest du eine Gewinnfrage für uns? Es gibt zwei Kaiser-CDs zu gewinnen und ich glaube, der Damian hat schon was bereit. Ja, die Frage ist, wie ist der Name unserer letzten Hit? Ein Prosecco zu viel oder ein Bier zu viel? Haben die Kaiser jetzt einen Prosecco zu viel oder haben die Kaiser ein Bier zu viel? Und ich würde den Rock bitten, die Leitungen zu öffnen. Wer gewinnen möchte, die Telefonnummern sind die 01379-690-477 für Deutschland und die 0901-070-477 für Österreich. Ein Prosecco zu viel oder ein Bier zu viel? Das ist die Frage. Und ich glaube, wir genehmigen uns jetzt weder Prosecco noch Bier, sondern einfach einen nächsten Kaisertitel. Mit dir möchte ich
Wahrheit. Wir sind wieder zurück. Mit euch möchten wir schon auch noch 17 sein, aber wir wollen vor allem Prosecco oder Bier trinken, denn jetzt wollen wir wissen, wie heißt denn der aktuelle Hit jetzt eigentlich wirklich von den Kaisern? Ist das ein Prosecco zu viel oder ist das ein Bier zu viel? Damian? Kann ich schon sagen? Ja, ich glaube, du kannst sagen. Ja, der Name der Hit ist ein Prosecco zu viel. Jawohl. Und es gibt zwar keinen Prosecco zu gewinnen, dafür aber Musik zum Prosecco, und zwar die Kaiser, das Feuer der Rose und Best of die Kaiser. Unser Rock hat schon einen Gewinner ermittelt und diese CDs werden jetzt zugeschickt. Ich bin schon gespannt, werde dann gleich erfahren, wer gewonnen hat. Aber in der Zwischenzeit wollen wir noch weiter plaudern. Wir sind stehen geblieben mit den Adventveranstaltungen. Ja. Und du hast gesagt, ein Kaiser feiert den Advent eigentlich, wenn es geht, besinnlich. Wie schaut es mit dem Jahreswechsel aus? Was steht da bei euch am Programm? Ja, also den werden wir zu Hause verbringen. Mhm. Also ich habe diese Silvesterspielerei, habe ich nicht großartig mehr im Programm. Mhm. Aber in Jänner geht schon los. Also die ersten drei Jänner-Wochenende haben wir schon wieder Bälle. Also wir sind einmal sind bei Maria Rojach in Laventhal. Einen Ball haben wir in Klein St. Paul in Görtschitztal. Und einen Ball dürfen wir in Burgenland in Luckenhaus bespielen. Und noch einmal zur Erinnerung, wer jetzt Informationen braucht und wer sagt, ich möchte die Kaiser nicht nur auf der Fanreise sehen, ich möchte sie auch unterm Jahr sehen, ich weiß, da gibt es tolle Stimmung, da möchte ich auch mal dabei sein. Die Homepage ist... Also wir haben auf der Homepage relativ übersichtlich einen Kalender angebracht. Mhm. Wir haben auch immer die ersten zwei oder die am nahestehendsten Konzerte ganz oben, dass da jeder sieht, ah, was mache ich am Sonntag oder am Samstag, ich fahre dort oder dahin. Also das ist alles gut vorbereitet und vielleicht noch zum Ball im Februar, Ende Februar, sind wir gerade in Verhandlung mit den Himmelberger Schützen, da haben wir letztes Jahr den Ball gespielt. Also da gibt es dieses Wochenende eine Besprechung, aber ich denke, die werden uns wieder engagieren. Also da sind wir auch wieder in Himmelberg bei unseren Schützen, da freuen wir uns auch. Und an dieser Stelle muss ich auch mal sagen, was auch wichtig ist, die Fans sind euch wichtig und auch der Fanclub. Und ihr habt einen resistenten Fanclub, der wirklich euch auch überall unterstützt und auch immer mit dabei ist. Gibt es da noch ein bisschen Platz im Fanclub? Oder? Also im Fanclub ist jeder herzlich willkommen. Also wir haben jetzt schon eine ganz tolle Summe an zahlenden Fans. Und nicht nur die den Beitrag bezahlen, sondern auch uns nachfahren, uns anfeuern, uns unterstützen. Weil unser Spruch ist immer, was wäre eine Band ohne die Zuhörer oder Fans oder Freunde. Also wir könnten zu Hause bleiben. Und deshalb liegt es uns am Herzen, das ist sehr wichtig, dass wir mit unseren Freunden so gut als möglich, und ich hoffe, das schaffen wir, gut umgehen und dass wir gemeinsam immer viel Spaß haben und auch unsere Lieder, und das ist ja ganz interessant, mittlerweile sind die nicht mehr unbekannt. Singen die Leute die Texte mit. Genau so ist es. Und ich sage es auch deshalb wieder, denn Fanclub ist ja auch bei Volks-TV mittlerweile und im Jahr 2016 auch ein großes Thema. Ihr wart auch natürlich mit eurem Fanclub mit dabei bei uns beim Fanwandertag. Und ihr habt auch gesagt, wenn sich was anbietet, dann ist man natürlich immer gerne gesehen und gerne mit dabei. Und auch vielleicht im Jahr 2017 gibt es da wieder einige Veranstaltungen, wo die Fans gemeinsam dann sich treffen können. Naja, wenn Sie rechtzeitig einen Termin bekannt gibt von eurem Fanwandertag, dann werden wir natürlich auch heuer wieder, wenn es zeitlich irgendwie ausgeht, dabei sein. Es war ja ein Riesenspaß, vor allem toller Wein in der Steiermark, ich war begeistert, tolles Essen. Es war kein Essen. Kaiserwein, aber auch nicht schlecht. Ja, nein, der war sehr gut. Also, vor allem, wir haben schon das einige oder andere, haben wir schon ganz gut vertragen. Also, wir freuen uns natürlich, wenn die Leute, wir haben auch heuer, oder 2017, heuer schon vorbei, 2017 haben wir ein großes Open Air auf Burgruine Finkenstein, das ist der 22. Mhm. Juli, bitte vormerken, 22. Juli 2017, großes Kaiser-Open Air auf der Burgruine Finkenstein mit einem Abend voller Überraschungen. Da können wir gespannt sein. Aber du wirst uns vorher noch informieren über das Open Air und bis dahin ist sowieso noch viel Zeit, die man mit Kaisermusik füllen kann. Genau. Und es wird schon verraten, wir werden uns im Advent auch nochmal treffen.
Ja, ich hoffe, ich möchte so gerne einen Videoclip dann präsentieren und möchte noch vielleicht die Chance nützen, dann auch unseren lieben Zuseherinnen und Zusehern auch schöne Feiertage zu wünschen. Also ich möchte schon gerne einmal bei dir da in der Sendung sein oder bei euch. Aber ganz wichtig ist noch einmal zum Vormerken, der 27. November, das ist nächsten Sonntag, 20.15 Uhr wird es dann Volks- und Tour mit der Kaiserfernreise. Ist das schon fix? Das können wir fix sagen. Okay, dann einschalten. Ab wann? 20.15 Uhr. Da gibt es alle Einblicke, die wir heute nur kleinoptisch, sage ich jetzt einmal, uns sprachlich besprochen haben. Aber indem ihr da wirklich viel gearbeitet habt und wirklich fleißig wart, denke ich, das werden super Eindrücke sein und wird auch Menschen wieder dazu animieren, nächstes Jahr mit dabei zu sein. Und wer ist noch dabei? Volks-TV. Ach so, das ja, ich habe wieder zu verraten. Ja, das ist okay, schon, da freuen wir uns. Das ist schon, jetzt habe ich zwar noch nicht abgesprochen, aber ich freue mich und ich glaube, wir sollen das Team so bleiben die nächsten Jahre. Wenn sie Lust und Liebe hat zu uns, würde das sehr beehren. Wir begleiten. Und wir möchten auch wieder nächstes Jahr schauen, dass wir mit unseren Leuten einen Film machen, also einen Clip machen und so schauen wir, dass wir die nächsten Jahre gut zusammen verbringen können. Wer jetzt nicht gewonnen hat, lieber Charlie, du kommst nie mit leeren Händen. Ich habe es zwar ein bisschen aufgebaut, aber du hast große Hände und du hast mir noch weitere CDs dagelassen, die darf ich dann in der Volksbox verlosen. Würde mich freuen. Also ruft es an, wenn es lieb seid und vielleicht noch einen Titel von uns bestellt, ist ja auch wichtig, damit wir noch bekannter werden. Also dann gibt es natürlich gerne wieder eine CD oder ein Wein oder was auch immer von uns. Genau, also alle, die heute nicht gewonnen haben, nicht traurig sein, ich darf noch weiter verlosen. Natürlich auch den Kaiserwein darf ich verlosen und es gibt ja neue Veranstaltungsflyer von euch, die habt ihr auch mitgebracht, die darf ich auch dann dazugeben. Die kann man dazugeben, ja, zur Information, was so natürlich passiert ist der letzten Lektüre Zeit. Zum Prosecco und zum Kaiserwein und zur Musik, also alles in allem. Lieber Charlie, lieber Damian, ich sage einmal danke, die Zeit vergeht relativ schnell, wenn man so nett plaudert und in Gedanken, in Urlaubsgedanken schwelgt und danke für eure Reisenachbesprechung, sage ich jetzt auch einmal. Ja, gerne doch. Und jetzt, Damian, gebe das Mikrofon, dass du auch persönlich verabschieden kannst. Danke dir auch. Mhm. Und rufen Sie für Kaiser. Ja. Servus, Retschen und Schauer heißt das auf kaiserlich auch, ja, oder? Genau. Ja, da gibt es auch einen Titel von uns, genau. Ja, so. Charlie, vielen Dank auch. In diesem Sinne, danke, dass wir da sein durften. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Ich wünsche dir und deinem Team noch weiterhin viel Erfolg und ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Dankeschön. Danke auch. Und wie es heute weitergeht, Sepp, let's go. So startet um 19.45 Uhr. Unser Sepp wird Sie durchs Programm führen. Morgen unser Daniel und am Freitag, glaube ich, auch nur Daniel. Also nicht verpassen, ich bin am Dienstag wieder für Sie da und freue mich auf ein Wiedersehen. Genießen Sie unsere Zeit, unsere gemeinsame musikalische Zeit hier auf Volks-TV und genießen Sie das Programm weiterhin. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen am Dienstag. Viel Spaß, schöne Woche, Ihre und Eure Clara Ploder. Samstagnacht in unserer kleinen Bar. Zärtlich streich ich durch dein blondes Haar. Doch du schaust an mir vorbei, ich dreh mich um und weiß Bescheid, der Typ sieht gut aus. Tu mir das bloß nicht an. Wer ist der Mann? Ich hab längst gesehen. Hey, du stehst auf ihn. Offenes Hemd, den Body braun gebrannt. Wenn er lacht, fängst du zu schweben an. Ich dräng mich vor dein Gesicht, dann hoffe ich, du siehst es nicht. Tu mir das bloß nicht an. Wer ist der Mann? Ich hab längst gesehen.
auf ihn. Du stehst auf ihn. Tu mir das bloß nicht an. Ist da was dran? Oder spielst du nur mit dem Gefühl? Tu mir das bloß nicht an. Wer ist der Mann? Ich hab längst gesehen. Hey, du stehst auf ihn. Du